Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 6. Ja, genau, wir müssen jetzt zum Ausgang, zur Tür, zur Höhle, was auch immer. Was war denn das? Einfach wieder zurück oder nicht? Denke ich mal. Ja. Wo wird's mir angezeigt? Anders kommt man ja auch nicht hier weg. Vielleicht nochmal schön den Berg runterrutschen. Ich sehe nichts. Ich sehe nix. Dann drück Q, dann siehst du wieder genug. Schön runterrutschen. Und wie rutsche ich? Ja, rutschen. Ja, wie rutsche ich? Ja, weiß ich nicht, nach vorne drücken, Leertaste, rechte Maustaste, oder? Also bin ich laufen schneller. Komisch, ich bin schon hier. So. Noch ein paar Meter und du bist tot, ne? Bist du tot? Nein, warum? Steh mal auf. Kann ich denn nicht, wenn ich rutsche? Du rutscht gar nicht mehr, du liegst hier schon. Nee, ich rutsche noch. So, jetzt. Hier die Leiter hoch. Bin dabei. Ja, warum bin ich jetzt runtergesprungen? Ich bin wirklich jetzt da runtergesprungen. Weil du es konntest. Was sind so alte Schienen? Bahn. Ah, ich glaube, wir gehen jetzt in so eine Höhle rein, oder? Jo, wir krabbeln in so eine Höhle rein. Nee, da rutschen wir jetzt runter. Oh Mann, abgefahren. Ich sehe auch kaum was. Boah. Ich sehe gar nichts. Den Schienen weiter folgen und dann kannst du irgendwann Space drücken. Nee, ich meine, ich rutsche ja schon, aber ich sehe gar nichts. Und du bist irgendwie. Ja, ich ja auch nicht. So ist es halt. Scheiße, mein Inventar ist verlaufen. Weg kommen rote Pflanzen, grüne Pflanzen. Echt jetzt? Ja. Naja. Jetzt sind wir noch weiter vom Ziel entfernt als vorher. Nein, wir kommen immer näher. Vertrau mir einfach. Ich hab GPS. Warte. Sagst, wir müssen hier hin. Verarscht mich das Ding aber. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, ist richtig. Jo, wir sind richtig. Aber sowas von. Nur, dass ich wieder nicht sehe. Da kommt eine Mutation. Vorsicht, geh zurück, geh zurück. Wieder so ein Vogel. Ah ja. Den haben wir schnell gelegt gehabt. Ups. Komm, hilf mir. Okay. So. Jo. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ah, noch 11 Minuten. Dann ist schon wieder eine Folge rum. Ja, wo bekämpfen? Den.
Aha, cool, Screenshot. Hat's da gerade eine Katze? Nein. Okay, dann will ich es gar nicht wissen. Ich hole Hilfe, der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Oh, warte! Wow! Und jetzt Screenshot. Müssen wir da drin bleiben. Nicht. Screenshot. Ja, jetzt. Ne? Sagen wir für Nachwuchs. Dann Hütte. Alten Bergen. Lagerfeuer. Das mit dem Heilen? Mein Vater war Wissenschaftler. Er arbeitete an BOWs, als der Unfall geschah. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem Impfstoff behandelt. Aber der Virus reagierte und passte sich wohl an. Seitdem ist er ein Teil von mir. Was wurde aus deinem Vater? Seine Arbeit war sein Tod. Als er dann starb, war sein Körper so stark mutiert, er war kaum zu erkennen. Tut mir leid, ich wollte dir nicht... Schon okay. Außerdem hat es ja auch zu etwas Gutem geführt. Ja, du hast Superkräfte. Das meinte ich nicht. Die Leute, die mich gerettet haben, Leon und Claire, sind die besten Freunde, die ich je hatte. Claire ist die Schwester dieses BSAA-Typen, ne? Sie riskierten ihr Leben für mich in Raccoon City. Ich versuche wohl immer noch so zu werden wie sie. Und gebe nie auf. Egal wie schlecht es steht. Screenshot. Apropos schlechte Chance. Oh, jetzt geht's ab. Action. Wir haben unerwünschten Besuch. Aber ohne Einladung geht gar nichts. Kommt ihr nicht rein? Ey, das gibt's doch nicht. Er mutiert. Oh, die sprengen das Haus. Vorsicht. Ja, jetzt müssen wir mit den Dingern fahren. Oh, Mann. Genial. Bau drücken. Hab ich doch. Ich auch. Ich weiß nicht, ob jetzt einer von uns. Ja, ich bin tot. Ich auch, komisch. Naja. Ja, aber ich schieße jetzt nicht nochmal alles platt, ne? Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Mhm. Ah, okay, nee, der hat fair gespeichert. Jetzt sprengen die gerade. War jetzt ein bisschen verbackt, glaube ich, die Friends. Der hat erst gesprengt und dann angebracht. Also. Ah ja, die sind ja schon alle hier drin.
Da kommt wieder die Lawine. Eine Lawine! Wir müssen sofort weg! Ja, sofort weg. Ich sagte ja, sie soll leise sein. Ich hab V gedrückt. Ich stehe jetzt dran und warte. Ja, ich auch, aber zu spät, weil die mich da nicht haben wegkommen gehen lassen. Ma! Stefan, was machst du? Was machst du? Ostern. Also wirklich, immer bist du schuld, jedes Mal. Ja, ja, ja. 5 Minuten noch. Was denn den 5 Minuten noch schaffen? Ja, siehst du, gesprengt und dann bringt er erst an, hast du gesehen? Und dann ist er plötzlich auf, ne? Weil wenn das mal kein Logikfehler ist. Komm, direkt durchgehen jetzt. Bin auf dem Weg. Eine Lawine! Wir müssen sofort weg hier! Ich hab schon V gedrückt. Ich hab schon V gedrückt. Ich hab schon V gedrückt. Ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Ich auch. Zu spät. Wow. Nicht zu spät. Da fahren wir. Boah, jetzt müssen wir wirklich mit den Dingern fahren. Ich kann damit nicht fahren. Ja, einfach fahren. Ist ja nur geradeaus runter. Nicht aufgeben, wir schaffen das! Außerdem, ich hasse sie nicht! Ah, du magst mich also, ja? Interessant, gut zu wissen. Boah, jetzt wird gesprungen! Auf geht's! Screenshot! Also ich bin nicht gesprungen. Ah, kommt noch. Oh, ich fahr gleich. Ich bin gegen den Baum gefahren. Nicht gegen die Bäume fahren, bitte. Nicht gegen die Bäume. Ich bin tot. Hey, was machst du denn? Ja, ich fahr gegen Bäume. Das verletzt meine Gefühle. Ja, ich fahr gegen Bäume. Ja, dann fahr halt nicht gegen die Bäume. Ja, hat ja sehr gespeichert. Was denn? Oh Gott. Also ich hatte vorhin mit Sunman noch so eine Stelle, da haben wir glaube ich 30 Mal oder mehr. Ja, und dann bin ich später auf Controller umgestiegen und mit dem Controller ging's dann. Ich gegen Bäume fahren. Ich versuche aufzupassen. Don't smoke and drive, ne? Also. Ja, hier sind so viele Bäume, wie soll ich denn nicht dagegen ja, fahren? Ja, wir sind auch im Wald. Da sind schon mal. Da sind dann schon mal ein paar Bäume. Oh, ein zugefrorenes Flussbett. Aber ein Kontrollpunkt könnte jetzt auch schon mal langsam kommen. Nein, jetzt bin ich... Was denn jetzt passiert mit mir? Wenigstens bist du jetzt mal gestorben. Ja, du hast meine Theorie nicht, immer du doch noch. Ich weiß jetzt nicht warum und woran. Da war so ein zugefrorenes Flussbett und dann bin ich... War schon so wieder ein... hier. Ja. Und direkt gegen den Baum gefahren erstmal. Oh, da kommt ja auch noch die Lawine von der Seite, oder was? Ah. Ja, ja. Schon recht. Stopp. Ich muss weiter nach links, aber ich kann nicht wegen den ganzen Bäumen. Ja, das ist nun mal so. Ich muss ja auch hier durchlangen. Oh ne, komm schon. Ich bin wieder auf dem zugefrorenen Flussbett jetzt. Ja, und ich bin gegen den Baum gefahren. Nein. Ja, aber ich bin noch lebig. Boah, ich bin nur noch am Springen hier. Ich komm gar nicht mehr mit. Boah, das ist ja mal total abgefahren hier. Wer hat sich das denn wieder einfallen lassen? Boah, jetzt bin ich in so einer Eishöhle.
Nicht nur du, ich bin genau hinter dir, aber irgendwie... Ich sehe nichts, ich kann hier drin nicht leben. Oh, oh, siehst du, was ich sehe? Das ist keine gute Idee. Hä? Wo soll ich denn jetzt ja. rein? Siehst du dann schon? Ja, ich hab's aber auch nicht geschafft. Das ist aber ein bisschen übertrieben jetzt, ne? Fängt man wenigstens dort wieder an? Nein. Okay, also Folge vorbei. Bis zur nächsten Folge. Tüdelü. Ja, genau.